back from the dead. Donnerstag, der 13. Juni 2019. Willkommen zu einer neuen Episode des Fortnite Daily Shops. Und am Anfang ist erstmal der Luke gegrüßt. Luke der Wanderer natürlich. Leon ist gegrüßt. Starlord natürlich. Und Tommy Cordell. Und ich würde sagen, wir schauen mal in den Shop rein. Denn heute ist tatsächlich was Neues wieder dran. Also angefangen auf der linken Seite. Wir haben Cryptic am Start. Und der ist richtig, richtig nice. Vor allem auch wegen seinem speziellen Backpack, muss man sagen. Absolut cooler Skin. Kann man sich auf jeden Fall gönnen. Der war vor 33 Tagen das letzte Mal drin. Grüße gehen raus an kleinen Nils, der mir damals geschenkt hat. Richtig nice. Apropos Geschenk, hier kommt Lauchi. Mal wieder was von mir. Feier dich und deine Videos. Lauchi, haut mal bitte ein paar Herzen unten in die Kommentare rein. Lauchi, danke dir fürs Geschenk. Oh shit, da wollen wir noch nicht so viel von verraten, denn es gibt einen neuen Dance. Den zeigen wir euch gleich. Also, erstmal nochmal Grüße raus an Lauchi natürlich fürs Geschenk. Herzen und bitte in die Kommentare. Das hier war damals von Nils geschenkt worden. Und es gibt natürlich noch einen passenden Rap dazu, und zwar den Enigma-Rap, der animated ist. Den zeigen wir mal schnell durch. Der sieht nämlich richtig, richtig geil aus, muss ich sagen. Da bin ich echt überlegen, mir den zu holen, weil ich finde das irgendwie geil. Die Farbgestaltung feiere ich irgendwie. Man muss natürlich Pink mögen, ist ja klar, aber irgendwie ist das schon geil. Hat schon was. Dieser Effekt, der hier durchgeht, dieser Waben-Effekt ist schon absolut nice. Aber der Sniper kommt das richtig geil zur Geltung, weil das auch noch so lange dauert. Ist schon geil. Ist auf jeden Fall geil. Bogen sowieso. Da fehlt mir so ein bisschen das Blaue bei dem Bogen. Ein bisschen schade, aber trotzdem nice. Richtig geiler Rap, muss man sagen. Ja, dann kommen wir zum nächsten. Und zwar das süße, leckere Eiscreme ist wieder am Start. Lil Whip ist da für 1500 vor 35 Tagen. Das letzte Mal dran. Natürlich hier mit seinem Backpack den Snowcone. Der ist auch reactive. Ich glaube, der haut immer mehr Eis raus, je mehr Schaden oder je mehr Kills man hat. Ich bin mir nicht ganz sicher, aber irgendwie sowas in die Richtung. Dann geht es weiter natürlich mit Ice Pop. Das ist seine Axt. Auch vor 35 Tagen das letzte Mal drin gewesen und passend dazu. Der Ice Cream Cruiser, wo nochmal so ein Stück abfällt, wo der aufgeht. Richtig cool. Und hier so das, oh, sieht lecker aus irgendwie. Jetzt habe ich Bock auf Eis. 800 V-Bucks kostet der und auch vor 35 Tagen das letzte Mal im Shop gewesen. Ja, dann Flapjackie ist am Start. Ein ganz besonderer Skin. Entweder geliebt oder gehasst. Eins von beiden. Vor 31 Tagen das letzte Mal im Shop gewesen. Grüße gehen raus an Sultan. 1500 V-Bucks auf jeden Fall. Passend dazu gibt es natürlich auch noch die männliche Version Growler für 1500. Der kommt auch mit einem Hund-Backpack sozusagen auf dem Rücken. Richtig nice. Der sieht ein bisschen böse aus, muss man sagen. Ich wette, darunter versteckt sich auch wieder der No-Skin-Ben. Und passend dazu kommt natürlich nochmal ein Gleiter, der in zwei verschiedenen Varianten kommt. Einmal mit dem Zeichen, was Dog bedeutet und einmal mit dem Zeichen, was Rabbit bedeutet, also Hase. Dann gibt es natürlich ein passendes Tool noch dazu, der Jackspammer. 500 V-Bucks. Also, interessantes Set auf jeden Fall. Ja, dann kommen wir zu den Daddies. Da haben wir Chromium am Start. 1200 V-Bucks. Seltenstes Item heute. 94 Tage ist das letzte Mal im Shop gewesen. Die sieht crazy aus auf jeden Fall. Deswegen habe ich mir die damals geholt, weil die einfach verrückt aussieht. Dann gibt es die Spectral X. Ja, die rotiert auch mal wieder rein. Die war zuletzt vor 18 Tagen drin. Dann haben wir Sprinkles drin. Passen natürlich zu unserem Eiscreme-Mann. 300 V-Bucks. War auch zuletzt vor 35 Tagen drin. Das sieht schon lecker aus, muss man sagen. Ach, die Farbgestaltung ist irgendwie geil. Ist schon cool, 300 V-Bucks. Dann haben wir Maven drin, auch wirklich einer meiner Favorite Skins. Richtig nice, 1200 V-Bucks, zuletzt vor 24 Tagen drin. Rotiert auch immer wieder rein. Absolut nicer Skin, muss man sagen, die feiere ich. Und dann kommen wir zu den beiden Emotes. Zum einen Wiggle ist drin, 41 Tage her, 500 V-Bucks. Und natürlich der neue Signature Shuffle. Da gehen nochmal die Grüße raus an Lauchi. Oh, der ist nice. Oh, der ist nice. Der gefällt mir. 800 V-Bucks. Grüße gehen raus an Lauchi. Lauchi, danke dir nochmal fürs Geschenk. Also, mein Highlight geht heute auch an Signature Shuffle und ein bisschen auch an Cryptic, muss ich sagen. Den Cryptic feiere ich. Ist ein richtig geiler Skin. Könnt ihr gerne mal reinschreiben, was euer Highlight ist und dem ganzen Shop natürlich auch geben würdet. Denn ich gebe dem Shop heute mal eine 6 von 10, muss ich sagen. Ganz solide 6 von 10. Cryptic ist ein richtig geiler Skin. Lil Whip ist auf jeden Fall süß. Signature Shuffle, richtig cool, wie ich finde. Maven ist auch ganz okay. Flapjackie auch, muss man wie gesagt mögen. Aber ja, lasst mal gerne eure Bewertung da und wie immer, wenn ihr das Video cool fandet, lasst gerne ein Like da, lasst gerne ein Sub da. Unterstützt mich gerne mit dem Creator Code. Wenn's und dann hören wir uns morgen zur neuen Episode. Also bis dahin. Ciao, ciao.